Herzlich willkommen bei Ländle TV Diatag. Heute mit diesen Themen. Sinfonieorchester Vorarlberg präsentierte ein neues Programm. Es gibt einige Eindrücke vom Kindertheater Robin Hood in Hörbranz. Und Clemens Groß präsentiert das Kachelmann-Wetter. Das Sinfonieorchester Vorarlberg stimmt neue Töne an und präsentierte ein abwechslungsreiches Programmheft für die Saison 2017-2018. Wir haben die Highlights für Sie zusammengefasst. Das Programmheft für die Saison 2017-2018 steht bereit und wurde dienstagvormittags erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei zeigte sich Geschäftsführer Thomas Heisbauer besonders erfreut, die neuen Veranstaltungsreihen grafisch in ein Programmheft einzubinden. Ich bin ja künstlerischer und kaufmännischer Geschäftsführer, also ich habe sehr, sehr viel mit Zahlen zu tun, aber auch diese Erstellung der Saisonbroschüre sowie die Erstellung des Programmes ist für mich der kreative Input und ich freue mich wirklich jedes Jahr darauf, weil man hier auch kreatives Potenzial ausschöpfen kann, Fantasie spielen lassen kann. Also dieser Entstehungsprozess macht es wirklich besonders und da haben wir wirklich ein gutes Team an der Hand, wo, wie ich finde, auch für heuer wieder eine schöne Jahresbroschüre erstellt werden konnte. Wir haben 6 Abo-Konzerte plus einmal Oper und ich programmiere so, dass ich das Programm selber wahnsinnig gerne spielen möchte, als Musiker, als ehemaliger Musiker. Also deswegen ist es für mich ganz schwierig, hier einzelne rauszunehmen, einzelne Programme rauszunehmen. Aber es wird sicher also die 3 Konzerte mit unserem Chefdirigenten, eines davon auch wird eine Kombination oder ein Gemeinschaftskonzert zwischen dem Symphonieorchester Vorarlberg und dem Jazzorchester Vorarlberg sein. Also es wird sicher eine interessante Kombination. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr ein schönes Programm. Ich freue mich schon wirklich auf jedes einzelne drauf. Chefdirigent Gerhard Korsten eröffnet die gesamte Saison mit einer Uraufführung von Richard Dünser und darf einen altbekannten Freund erstmals in Bregenz begrüßen. Nachwuchsdirigent Leo McFall lernte Korsten bereits vor vielen Jahren als Praktikant an seiner Seite kennen und nahm dabei schon früh sein unglaubliches Gespür für die Musik wahr. Neben jungen, neuen Talenten und der zeitgenössischen Musik wird aber auch klassischen Stücken von Schumann und Beethoven eine Bühne geboten. Mit 16 bis 17 Produktionen im Jahr ist mittlerweile für die meisten Musikinteressierten etwas dabei. Ich war ja selber Musiker, ich war ja fast 20 Jahre im Orchester und habe da natürlich schon auch ein Gespür, einerseits was die Musiker auch gerne spielen und es ist schon ein bisschen auch meine Aufgabe, das Publikum hier an der Hand zu nehmen und neugierig zu machen, Neues zu hören, neue Richtungen, aber auch neue Komponisten, die etwas zu sagen haben. Und das ist für mich immer ganz wichtig. Also ich möchte solche Zeitgenossen auf das Programm geben, wo ich der Meinung bin, der hat mit seiner Musik etwas zu sagen. Der musikalischen Vielfalt wird auch in dieser Saison keine Grenzen gesetzt. Soweit zum neuen Programm des Sinfonieorchester Vorarlberg. In den vergangenen Wochen ging das Kindertheater Robin Hood in Hörbranz über die Bühne. Wir haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. Gespielt wurde im Leiblachtalsaal in Hörbranz. Natürlich Robin Hood und das Ganze in Vallberger Mundart. Für Kinder und Erwachsene, von Erwachsenen und Kindern. Ich bin der Mitinitiator vom Kindertheater Hörbranz und wir machen alle 2 Jahre ein Stück, dieses Mal Robin Hood. Und das ist eine ganz tolle Geschichte um Liebe und Gerechtigkeit und sowas. Und das hat uns so imponiert und wo wir gesehen haben, wir schaffen eine wahnsinnig coole Pfeilszene, da haben wir gesagt, jetzt machen wir den Robin Hood so richtig auf Kindertheater und auf lässig. Und ich finde, es ist uns ganz gut gelungen eigentlich. Auf der Bühne agierten also sowohl Kinder als auch Erwachsene. Ich heiße Jakob und es macht total viel Spaß beim Theater mitspielen. Ich heiße Valentina und es macht ist sehr spannend und macht auch voll viel Spaß. Wir haben eine relativ kurze Probenzeit gehabt, vor 6 Wochen, wo wir 2-mal in der Woche geprobt haben. Und wir sind aber eine sehr große Besetzung. Wir haben ungefähr 50 Leute, die da beteiligt sind in verschiedenen Sparten. Also einerseits sind so um die 40, 45 Schauspieler, mit sogar der Kindergarde Hörbranz, die da mitmacht. Aber wir haben da einige Techniker, Bühnenbauer, Maske. Wir sind da gerade im Schminkraum. Da sieht man, wie viele Leute und was für ein Trubel da eigentlich los ist. Lampenfieber war vor dem Auftritt ebenfalls ein großes Thema. Ich bin manchmal ein bisschen nervös. Und du? Nein, eigentlich nicht.
Das Stück selbst handelt von der düsteren Zeit in England, als der böse Prinz John statt seines Bruders Richard Löwenherz das Land regiert. Das Volk ist verarmt, weil der Prinz zu viele Steuern verlangt. Einzig Robin Hood trickst mit seiner Bande den Prinzen und seinen Sheriff aus, um etwas Geld zurückzuholen und im Volk zu verteilen. Doch der Sheriff hackt einen Plan aus, um Robin Hood in die Falle zu locken und veranstaltet ein Bogenschützenturnier. Dabei trifft er auf die wunderschöne Marion. Hallo, hallo! Hallo, hallo! Das ist der Robin Hood, der in der Welt wartet! Das Kindertheater Robin Hood in voller Länge sehen Sie diese Woche auf Ländle TV. Und bei uns geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Wenn Flüchtlinge und Asylwerber gemeinsam mit Schülern der Landesberufsschule Lochau kochen und auch Menschen mit Beeinträchtigung für den perfekten Service sorgen, dann ist's Ländle kunterbunt. Die Gemeinden im Vorarlberg stehen mit dem Rücken zur Wand, denn die Ausgaben steigen und die Einnahmen sinken. Investitionen werden deshalb zum Kraftakt. Die VN bieten eine Übersicht über die Finanzen der 96 Gemeinden. Lässiger, aber auch gefährlicher Trend. Experten raten, mit sogenannten Hoverboards nur im privaten Bereich zu fahren. Soweit die Meldungen von morgen. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche einen schönen Abend. Tschüss. Servus. Wir sind heute in der St. Agatha-Kapelle bei einem alten Schacht von den Bergleuten. Und das ist ganz schlechtes Wetter und wirst den nächsten Tag ausschauen. Das zeige ich jetzt. Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Die nass kalten und trüben Tage haben wir überstanden und in der Nacht zum Mittwoch stellt sich nun die Wetterlage grundlegend um. Der Mittwoch startet im ganzen Land schon strahlend sonnig. In der Früh ist es aber noch kalt. Die Tiefstwerte liegen im Rheintal zwischen 0 und 3 Grad. Stellenweise ist dabei auch Bodenfrost nicht ganz ausgeschlossen. Noch kälter ist es dann in Richtung Montafon, Adelbergregion und Bregenzerwald in den höher gelegenen Tälern. Dort ist es durchwegs frostig mit Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 3 Grad. Tagsüber haben wir dann viel Sonnenschein im Ländle. Es wird mit der Maisonne auch schon deutlich milder. 17 bis 20 Grad werden im Rheintal erreicht. Rund um Bludenz und Feldkirch sind diese 20 Grad eben möglich. Auf den Bergen wird es auch schon milder. Auf dem Karhorn in 2416 Höhenmeter hat es am Nachmittag ein zartes Plusgrad. Dazu können sich dann einzelne Quellwolken bilden, die bleiben aber harmlos. Am Donnerstag wird es noch milder als am Mittwoch. Die Temperaturen steigen dank aufkommenden Südföhns auf bis zu 24 Grad. Punktuell sind in den klassischen Föhnregionen rund um Bludenz auch 25 Grad nicht ganz ausgeschlossen. Am Freitag und am Samstag geht es dann mit dem warmen Wetter, aber auch unbeständigem Wetter weiter. Besonders in den Nachmittagsstunden kommt es dann zu einzelnen Regenschauern und Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen bleiben aber mild mit Werten um die 20 Grad. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr auf kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Regen ist wichtig für die Natur, aber auch Regen kann Spaß machen. Kachelmann-Wetter und Ländle TV wollen das dichteste Wettermessnetz mit Regenmessern in Vorarlberg aufbauen. Dazu suchen wir aus jeder der 96 Gemeinden eine wetteraffine Person, die von uns mit einem Gratis-Regenmesser ausgestattet wird und uns täglich die Daten per Mail übermittelt. Es regnet hier hinein, da wird der Regen aufgefangen und dann ablesen, wie hoch die Regenmenge ist und dann an uns melden. Es würde uns freuen, wenn Sie daran interessiert sind und uns Ihre Daten melden. Wir suchen, wie gesagt, das dichteste Wettermessnetz in Vorarlberg. Das ist ein richtiger Rekordversuch zusammen mit Ländle TV und Kachelmann Wetter. Sei auch du ein Teil vom dichtesten Regenmessnetz Vorarlbergs. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.